So, ihr Sonnenscheinzer, ich habe uns eine Tür geöffnet. Wir hatten ja ein Gewicht gefunden. Oder hatte ich eins gefunden? Ne, wir hatten das zusammen gefunden. Und wenn man das auf die Waage platziert, dann muss man das Gewicht so verteilen, dass man die verschiedenen Türen aufbekommt. Und als erstes ist es möglich, die Schlange zu öffnen. Das ist der letzte Stuhl, den man hat übrigens. Zur Erinnerung an alle Wachen. Ab sofort ist es für alle verpflichtend, das überarbeitete Wartungshandbuch der Generatoren zu lesen. Wir alle wissen, was das letzte Mal passiert ist, als es eine Stromspitze gab. Obwohl die meisten von uns das am liebsten vergessen würden. Es wird keinen weiteren Vorfall geben. Da, Junge. Was klettern die schon an den Wänden rum? Ich glaub's ja. Sein Ernst? Zieht er jetzt dran wie ein Held? Wir brauchen den Strom, richtig? Ah ne, jetzt ja noch weiter. Also kommen wir da nachher durch die Wand hier. Mann ey. Hallo. Wir werden bald zusammen sein. Nachschlag. Dieses Radio. So richtig viel hat man von dem Licht jetzt nicht. Aua! Oh. Ach,
nicht rein? Oh. Können wir irgendwas, kann ich doch mal einfach aufgeben. Muss ich mit James erst den Ring der Kraft finden. Oh. Darfst du die Tür nicht anfassen? Okay, okay. Sicherheitsanweisung, Energiestufen, grün, Wartungsstufe, zum Testen, vor jedem Gebrauch, gelb, optimale Stufe für den sicheren Betrieb, rot ist Gefahrenstufe, nicht einschalten, kann zu Stromspitzen und Systemüberlastung führen. So, jetzt ist gerade Testen hier. Wozu? Oder soll man das hier übertreiben? Wir machen das jetzt einfach mal. Wir übertreiben jetzt. Ups. So schon mal nicht. Ach, das geht nicht. Ah, ich verstehe. Gewicht drin. Ah. Hätte ich gar nicht gesehen. Jetzt gibt's uns. Jetzt ein Molotov-Cocktail. Oh, die ist auch auf jetzt. Shit. Das ist jetzt zu. Kann ich das doch wieder gut machen? Ach, Scheiße.
Irgendwann steppt da die Wand lang. Jetzt müssen wir natürlich alles abchecken hier. Hier waren wir ja gerade. Entschuldigen Sie. Toilettenverstecke. Was ist denn Scheiß? Okay. Schwester Hildegard, Junge. Ja, die Schwester hätte ich gut erwischen können, aber ich habe vergessen, das Licht auszumachen. Eindeutig im Bett. 4 Monate. Noch 4 Monate. 15. Oh oh. Oh. Wie sie da abhängen? Ah, hier genau, müssen wir auch noch hin. Ist hier gerade hin. Was hat uns eigentlich gefehlt für den Gewehr-Save? Hinrichtungsbericht. 23 männlich, elektrischer Stuhl, keine Zeugen. An das medizinische Personal. Bei der Hinrichtung gestern Abend stand der Gefangene, von dem wir dachten, er wäre behindert, einfach auf und ging ohne jede Hilfe auf den Stuhl zu. Seid bitte sorgsamer, wenn ihr euch die Krankengeschichte der Gefangenen anseht. Das Wachpersonal muss wissen, wie leistungsfähig die Gefangenen sind, damit es nicht zu Zwischenfällen kommt. Überraschung, ja. Oh, Schlüssel. Ach, guck mal, da ist er ja. Für den Gewehr safe.
Wie? Ach du meine Fresse, Leute. Im Zentrum von Silent Hill liegt die größte Touristenattraktion der Stadt, der Toluca Lake. Doch der malerische, wunderschöne Stausee hat auch eine Schattenseite. Was wie eine typische örtliche Spukgeschichte klingt, ist in diesem Fall überraschenderweise wahr. An einem schicksalshaften, nebelverhangenen Novembertag im Jahr 1918 stach das Kreuzfahrtschiff Little, ach guck mal, das haben wir im Museum gesehen, das Bild davon, in See, ohne jemals zurückzukehren. Die Zeitungsartikel, die über das Ereignis berichteten, enthielten keine Details über das Verschwinden des Schiffes. Trotz intensiver Nachforschung durch die Polizei wurde weder das Schiff noch die Leichen der Passagiere oder der Besatzung jemals gefunden. Doch im Jahr 1939 ereignete sich noch ein bizarrer Vorfall. Viele Seiten wurden rausgerissen. Wer weiß, wie viele Seelen in den Fluten des Toluca Lakes untergingen. Blicken ihre augenlosen, verdammten Schädel hoffnungslos zur Oberfläche, voller Sehnsucht nach einem einzigen Atemzug. Oder verlief ihr geheimnisvolles Schicksal ganz anders? Mhm. Aber großer See sein, ja? Wenn das dann mal so spurlos verschwindet? So, für uns jetzt selbst aber erstmal ein Gewehr. Sehr simpel, ja? Ist komisch, dass man im Knast das Gewehr bekommt. Also ich hätte hier hätte Schrotflinte mehr Sinn gemacht. Um Aufstände niederzuschlagen. So, was haben wir denn hier verändert? Wie viel passt da drin? Ist ein Einzellader? Ne, 5 Schuss, okay. Viere nur. Interessantes Modell. Aber da wird ja wohl einen ordentlichen Wumms haben. So, wir haben jetzt ein weiteres Gewicht. Das heißt, wir können... Jetzt klettern die hier auch rum. Ai. Komm mal runter hier. Haben die vielleicht keinen Bock auf Licht? Oh. Das scheinen die nicht zu mögen. Da ist auch eins. Ja, ist cool gemacht. Wie die sich dann im Schatten verstecken. Moin. Ich komme zur Gewichtsabgabe. Ich würde es gerne... mittelschwer. Schlangentür zu. Wir können ja einfach mal versuchen, alles. Ei, meine Frau ist zurück. Hoffe ich. Oh, mit Schokoladenerdbeeren. Mm. Sorry, ich hatte eine kleine Unterbrechung drin. Ich habe irgendeine Tür aufgemacht. Ich muss da zwischendurch aufhören. Augenloser Eber. Dann ist es jetzt, glaube ich. Ich glaube, die Schlange oder den Eber. Ich weiß gar nicht mehr, was ich aufgemacht habe. Ich hätte mal schlauerweise vorher gucken sollen, aber
keinen Bock, hier angesprungen zu werden. Okay, da ist was nicht. Oh, wir sind zu zweit. Kann ich die einfach mit Licht fernhalten? Gar nicht so gut. Ich habe definitiv was aufgemacht. Was soll denn das? Ja, aber mal hier ein Wörtchen sprechen. What? Gewehrschrank. Hornloser Ochse. Wo waren wir denn drin letztens? Wir haben doch eine Tür aufgemacht und sind dann da durch. War das doch die Schlange? Ein verwirrt. Bei den Duschen waren wir auch noch gar nicht. Da müssen wir erst noch die Seife finden. Pausenraum. Krankenstation gibt es ja auch. Büro des Aufsehers. Meine Fresse. Oh, ist das riesig. Leg mir den Sack. Gibst du ja nicht. So, der hornlose Ochse soll jetzt auf sein. Dann müssen wir vorher woanders drin gewesen sein. Das ist immer kacke, wenn man so eine Unterbrechung drin hat. Also generell auch über Tage so, wenn man das dann einfach nicht dazu kommt. Lass mich in Ruhe. Tschüss. Keine Zeit. Bleib draußen. So. Etagenwechsel. Andere Seite. Oh! Alter, was ist denn hier mit euch? Was Ruhe drin? Mal erstmal Licht an hier. Runter von den Wänden. Den Spielplatz. Ah. Deswegen war jetzt schon so viel Besuch. Es ist falsch zu stehlen, wie sie besitzen. Ach, was sie besitzen. Sie sagen, sie besitzen. Wenn jemand etwas besitzt, darf man es nicht stehlen. Aber ich darf es nicht besitzen. Darf der Aufseher stehlen? Nein, er soll nichts besitzen dürfen. Ich werde wieder stehlen. Ich werde besitzen. Was ist das hier für ein räudiges Loch? Mann. Ich wollte mir da wusste. Er lebt ja noch! Scheiße hier. Oh Mann, Alter. Das gibt's doch nicht. Jetzt kommt hier noch so ein Krabbler angeschmiert. Ich wollte mir da wusste das Loch nochmal angucken. Ist da irgendeine Flüssigkeit auch drin? Warum muss man dann immer in irgendeine Seuche rumfummeln? Kriegst mich nicht. Ah, okay. Eventuell doch. Ja, da haben die Maurer jetzt schon versagt. Ich meine, an so vielen Stellen, wie das jetzt hier schon... Oh, fuck. Girls. Not like this.
Geh weg. Keine Objekte. Ach, hier brauchen wir jetzt Schlüssel. Mhm. Ich dachte, hätte ich dann ein Foto in der Schublade. Aber das war eine arglistige Täuschung. Hallo, Aufsichtskommission. Ach, guck mal. Betrag D. Es wäre jetzt schön, wenn wir zufällig in Trakt D wären. Was haben wir hier verändert? Oh mein Gott. Morgendlicher Rundgang. Störung gemeldet. C-140 schreit. C-777 würde ihn verfolgen und behauptet, die Gitterstäbe können ihn nicht aufhalten. Nummer 140 wird ein Beruhigungsmittel verabreicht. Mittagsrunde. Oh Gott. Zelle 777 wurde vorsorglich durchsucht. Es wurden keine Hinweise darauf gefunden, dass der Gefangene seine Zelle unbeaufsichtigt verlassen hat. Empfehle eine weitere psychiatrische Untersuchung. Nachmittag. Oh, jetzt sind die beiden weg. Alarm ausgelöst, Suche läuft. Neuester Stand. Die Badezimmertür ist von innen versperrt. Es wurden Versuche unternommen, sie zu öffnen. Wir hören nichts von der anderen Seite. Abendrundgang ist not possible. Ah, weil hier oben eine Stroh steht. Dann macht das Sinn. Okay. Die sind dann einfach verschwunden. Lasst uns mal kurz speichern. Boah. Doch schwerer als ich dachte, die Tür. So, darf ich den hier drin stecken? Ah, das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Hier darf ich noch einbrechen. Schnell rein. Ich höre hier ein Krabbeln von überall. Boah. Was ist hier denn los? Da kommen wir definitiv nicht durch. Alter, du sollst... Nein! Was hat er denn irgendwie für eine Performance abgeliefert, Alter? Was war das denn? Fühlt er da 3 Jahre an sich rum? Ich heb mir das hier wärmer auf. Ich hab ja irgendwie so ein Gefühl, dass das irgendwo noch eine bessere Verwendung findet als für diese Creeps hier. Dieses Gekrabbel, das macht den aber auch so ein bisschen wild. Unruhig. Ah. Sie erschufen einen Shortcut, oder? I'm not sure. Aber ich glaube schon, weil wir kamen hier hoch und haben getötet. Okay. Jemand schleicht nachts durch den Zellentrakt. Schon wieder. Wer auch immer das war, muss ich dich daran erinnern. Warte mal. Was ist das Scheiße? Das ist echt. Das nervt, Alter. Wo ist die Ratte? Du auch nochmal.
Bleiben Sie stehen! Feierabend. So, jetzt ist hier aber anscheinend ein bisschen entspannter zwecks der Krabbelgeräusche. So, jetzt darf ich das nicht nochmal lesen, ne? Jetzt habe ich das in die Tasche gehämmert. Ich möchte ja schon wissen, was drauf stand. Das ist ja sogar cool. Muss ich dich daran erinnern, dass wir unseren Posten niemals ohne Genehmigung verlassen dürfen? Wenn ich dich das nächste Mal erwische, melde ich dich beim Aufseher. Frag mich, wenn du kannst. Fang mich, wenn du kannst. Aha. Frag mich, wenn du kannst. Was ist hier nur so? Okay, wir müssen das nochmal kurz abgehen. Wie von den Wänden abprallen. Aber es wären gefühlt auch nicht weniger. Ich würde öfter mit dem Licht spielen, aber ich finde schon, dass das ein bisschen nervt. Das ist echt kurz. Was ist denn jetzt, wenn ich hier runter gehe? Ich müsste ja theoretisch woanders rauskommen, ne? Aha. In Ordnung. Nützt uns nur noch nichts, weil wir irgendwie noch ein Gewicht auftreiben müssen. Kann man da durchballern? Okay. Gut. So, hier war die Medizinzelle. Irgendwas muss ich hier noch übersehen haben. Hier war das Speicherei. Die Zellen hatten wir. Hier ging es auch nicht, weil es verbarrikadiert ist. Konnte man hier durchschlüpfen irgendwo? Da unten. Aber hier fehlt uns auch noch. Achso, warte. Ja, ja, ja. Assis, Alter. Das gestaltet die Sache natürlich jetzt schwierig. Ich frage mich, wie die schreien so ganz ohne Gesicht. Behelfsmesser. Krass gebaut. Schande! Ach, schade. Da steht doch Shame. Schade, dass du es nicht gefunden hast. Ich dachte, du kennst das Gefängnis besser als ich. Jetzt ist es so spät. Ich gehe spazieren. Ja, das hast du dir mal richtig versaut. Der geht jetzt nämlich spazieren. Schlauer Junge. Hier ist deine Belohnung. Ich gehe einen guten Freund besuchen. Wir könnten beide ein Bad gebrauchen. Oh. Das klingt schon wieder nach so einem unangenehmen Hinweis, wo wir uns gleich wieder drin befinden, in irgendeiner komischen Schlacke. Wie bin ich jetzt hierher gekommen? Und wo stecke ich jetzt mein Behelfsmesser rein? Anscheinend für die Zelle, oder? Das sah auch schon so ein bisschen aus wie ein Schlüssel. Mal kurz gucken, ob ich hier noch irgendwo Munition liegen lassen habe. So, das war hier drüben, ne? Ich hoffe, das klappt jetzt auch, was ich mir denke. Ja.
Es ist nicht nur ein Messer. Da ist nicht mal ein Kabel dran. Jetzt wird's gruselig. Er kommt. Ich weiß, dass er kommt. Die Gitterstäbe, die Wände, sie können ihn nicht aufhalten. Er wird reinkommen. Er wird reinkommen. Ich habe noch Zeit. Ich kann es schaffen. Ich bin fast durch. Aber er ist nah. Ich kann es spüren. Er kommt, um es zu beenden. Oh, eine Rücksäule. Soll er nur kommen. Er ist richtig bereit. Okay. Ja. Glaube ich, jetzt sind wir jetzt vielleicht in den Duschen. Na, Baderäume, also Waschräume. Auf jeden Fall schön, dass hier mal nicht geklettert und gekrabbelt wird. Wer dicht denn da, ja. Eine Sister. Kriegt erstmal einen provisorischen Kopfschuss. Okay. Sowas muss geprüft werden. Ist hier nur los? Was ist da? Die werden dich nicht retten. So, ah, guck mal hier, das ist die verrammelte Seide. Also hier hat uns Kinder Geschenke hinterlassen, in keiner Form. Oh, oi, oi, oi. Der war gut. Tür Nummer 4. Oh, hier haben wir mehr Zeit, das ist ja angenehm. So muss das sein. Die steht 100 Pro auf, die liegt nicht so da. Sie soll ihre Waffe fallen lassen. Die fällt mir nicht. Also wenn hier nur Insassen wären, die könnten wir richtig versorgen. Ich hab dir gesagt, ich hab es dir gesagt, ich hab es dir gesagt, du wolltest nicht hören. Er ist hier. Da hinten war aber kurz im Licht noch eine Schwester zu sehen, die Lust auf Dienst hat. Ey, wie, die steht nochmal auf. Ihr seht alles so eine Penner hier, ne? Das sind so die Leute, die in der Dusche auf dir warten. Warum habe ich denn jetzt viel weniger Zeit gehabt? Ich erwarte hier irgendwo noch so ein Beiling, der um die Ecke steht wieder. Denn sein? Ja, das ist für mich unmöglich zu interpretieren. Ich habe ja keine anderen Teile gespielt. Ich glaube, damit hängt das zusammen, ne? Das hatte ich schon mal gesagt, dass das so Déjà-vu-Abschnitte sind. Oder Fetzen.
Also das ist schon ein gutes Areal, um sich hier mit einem Haufen von diesen Viechern zu schlagen, ne? Ich denke schon, dass das auch gleich hier so passieren wird. Das wird meine ganze Vorbereitung vermutlich hier gar nichts bringen. Aber was soll's. Wir laden nochmal durch. Licht hier aus. Ah. Das ist das Bad, von dem man sprach. Ist ein bisschen viel Latschenkiefernduft drin, sonst wäre das nicht so grün. Es muss ein Gewicht sein. Ihr seid Assis, allesamt. Ich hab dich gesehen, Mann. In your head. Enough for that. In your head. In your head. Zombie. Ihr könnt hier nicht reinkommen. Ah, guck mal. Oh, Sister. What? Okay. Ja, ich glaube, damit haben wir hier einen guten Job gemacht. Schnell weg hier. Hier ist noch eine Schwester. Jetzt wäre los. Da 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 da. Na gut, Leute, ich suche mir den Weg nach unten. Ich hoffe, euch hat es gefallen und beim nächsten Mal. Ordnen wir dann unsere Gewichte neu an und öffnen die nächste Tür. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Oh, guck mal, die haben uns die Tür aufgemacht.